Um die Scan-Daten von der Field-App nach Register zu importieren, öffnen Sie die Field-App und tippen rechts oben auf das kleine i-Symbol. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche Sync Server. Das iPad sollte hierzu mit demselben Netzwerk wie Ihr Rechner, auf dem die Register 360-Software installiert ist, verbunden sein. Wechseln wir nun auf den Rechner, auf den PC. Beachten Sie, dass Register 360 aktuell nur für Windows-Rechner verfügbar ist. Bevor Sie mit dem eigentlichen Transfer beginnen, sollten Sie einen Ordner anlegen für Ihr Projekt. In unserem Fall war das ja die Familie Meier. Das wird unser Projektordner sein. Starten wir nun die Register 360 BLK Edition und legen als erstes mal unser Speicherverzeichnis an. Hier gehen Sie unter Datenspeicher auf den soeben erstellten Ordner. Familie Meier noch auswählen. Und jetzt ist dieser Datenspeicher hier mit aufgeführt, Speicherort für Projekte. Um das Ganze zu vereinfachen, können Sie hier hinten den Namen auch noch ändern und können hier einfach sagen Meier. So, wählen Sie nun den Standardordner für neue Projekte an. Damit wäre im Prinzip die Voreinstellung abgeschlossen. Gehen Sie nun auf Neues Projekt und hier wiederum nochmal auf Neues Projekt. Und wir nennen es auch hier wieder Familie Meier und haben jetzt hier unsere Übersichtskarte. Da wir nun von der Field App importieren wollen, klicken wir hier drauf und geben hier oben die IP-Adresse an, die Ihnen gerade auf dem iPad angezeigt wird. Bitte schließen Sie nicht das iPad oder stellen es aus, dann wird dieser Transfer nicht funktionieren. In unserem Fall ist das 178 und 150. Testen wir die Verbindung. Okay, erfolgreich. Jetzt sagen wir nur noch zu Projekt hinzufügen. Und schon läuft der Download. Genau genommen werden jetzt im Prinzip die Projektinformationen heruntergeladen. Man kriegt also eine Vorschaukarte für jedes Projekt, was sich auf dem iPad befindet, damit man dann entscheiden kann, welche Daten man wirklich herunterladen möchte. In unserem Fall geht es nicht um Job 1, es geht nur um das Obergeschoss und um das Erdgeschoss. Beim Erdgeschoss haben wir zusätzlich die Fassade gescannt. Von hier, von diesem Standort aus hatten wir die Fassade gemessen. Also selektieren wir diese beiden Standorte. Zielmarken haben wir nicht verwendet, das heißt, diese Funktion können wir deaktivieren. Referenzkugeln haben wir auch nicht verwendet, da wir alles mit Cloud-to-Cloud registriert haben. Und hier haben wir noch die automatische Registrierung über Punktworten. Diesen Prozess würde ich anlassen, da der Rechner deutlich mehr Leistung hat, um die Optimierung oder die Optimierung der Cloud-to-Cloud-Berechnung nochmal durchlaufen zu lassen. Und dann klicken wir einfach auf Importieren. Wenn Sie das erste Mal Register 360 nutzen, prüfen Sie bitte, welche Bildauflösung Sie eingestellt haben. Sie haben hier die Möglichkeit, unterschiedliche Auflösungen zu wählen. Ich lasse das mal hier auf Maximal. Sie können aber, damit es schneller geht, einfach auf geringere Auflösungen nutzen. Klicken Sie OK und dann klicken wir auf Importieren. Auch den Import werde ich wieder im Zeitraffer zeigen. Ich möchte aber hier nochmal auf ein paar wesentliche Dinge hinweisen. Wenn wir jetzt auf die Uhr schauen, dann haben wir jetzt genau 21 Uhr und wir importieren 29 Scans. Viele Kunden beschweren sich darüber, dass die Übertragung so langsam ist. Das liegt aber meist nicht an der Registersoftware oder an dem Tablet, sondern an dem Router, den die Kunden verwenden. Öffnen Sie daher mal den Task Manager. Sie können das mit dem Affengriff machen oder hier einfach rechter Mausklick und dann Task Manager. Im Task Manager wechseln Sie auf Leistung und gehen dann auf die WLAN-Verbindung oder Ethernet-Verbindung. Sie sollten hier den Datentransfer sehen. Da ich mit dem Computer per Kabel an meinem Router hänge, kommt das Ganze hier natürlich über die Ethernet-Schnittstelle. Sie sehen, jetzt ist ein Block beendet und Sie sehen auch, dass wir schon bei Scan Nummer 2 sind. Wenn Sie jetzt sehen, übertrage ich hier mit 500 Megabit pro Sekunde. Bei den meisten Kunden, wo das nicht richtig konfiguriert ist, läuft das hier im Kilobyte-Bereich. Und natürlich dauert es dann Stunden, bis die Daten übertragen sind. Prüfen Sie also mit Ihrem Systemadministrator oder mit Ihrem Techniker im Haus, dass Sie hier solche Kurven hinbekommen. Also hier sollte irgendwie die 300-Megabit-Linie sein und die Peaks der Downloads sollten deutlich darüber liegen. Dann wird der Transfer auch relativ schnell vonstatten gehen. Wir haben jetzt gerade mal eine Minute Transferzeit und haben bereits zwei Scans übertragen.
Jetzt sind wir schon bei 4 Scans. So, ich schalte jetzt auf Zeitraffer und wir gucken dann mal, wie viel Zeit wir gebraucht haben, um alle Scans zu importieren. So, und jetzt hier am Ende sieht man deutlich, das sind jetzt die Graustufen-Scans, das geht natürlich deutlich schneller. Das sind nur kleine Datenpakete im Vergleich zu den Farbscans. Ja, aber in Summe, ich meine, wir haben um 21 Uhr gestartet, haben jetzt 30 Scans oder 29 Scans importiert. Davon waren sicherlich 10, 12 Scans in Graustufen. Und damit haben wir jetzt mal die Daten importiert und sind jetzt hier in unserem Register drin und können jetzt hier einfach mal in den Graustufenscan reinspringen. Ja, hier das, was wir vorhin gesehen hatten. Und wir können hier nochmal in die Übersichtskarte gehen, können hier mal an unseren Fassadenscan springen, wo wir Farbaufnahmen gemacht haben. Hier ist unsere Fassade, da können wir das Ganze jetzt analog machen. Aber wir wollen jetzt hier gar nicht auf Register eingehen, da haben wir genügend Tutorial. Eigentlich gibt es jetzt hier noch folgende Dinge zu machen. Das erste wäre, man würde hier diese Verknüpfung machen, dass die Verbindung zwischen, also dass hier ein Ringschluss stattfindet. Das heißt, ich klicke hier den Scan an und selektiere einen zweiten bei gedrückter Kontrolltaste, gehe dann auf die visuelle Registrierung und sehe, die passen ja natürlich schon und mache dann noch Verbinden optimieren und habe dann hier nochmal eine Optimierung drin. Damit hätte ich jetzt hier einen Ringschluss und dann habe ich hier oben meinen Treppenscan und ich habe den natürlich, den Verbindungsscan hier vom Obergeschoss, also ich bin hier die Treppe hochgekommen, das wäre der. Jetzt kann man halt überlegen, nimmt man den und verknüpft den nach unten oder wie auch immer. Ich nehme den jetzt, ziehe den einfach hier unten in die Gruppe rein. Dann habe ich hier plötzlich einen neuen Scan drin liegen. Der rote, die grauen sind die, die damit verknüpft sind. Die werden nur angezeigt, dass der angebunden ist. Und dann nehmen wir das hier her und jetzt gehen wir einfach hier und sagen, naja, die Treppe ist hier. Das heißt also, der Scan und der Scan müssen verknüpft werden. Dann selektiere ich die beiden, gehe auf die visuelle Registrierung und sehe schon, ja, okay. Das liegt jetzt hier, das sollte ich wohl drehen. Das heißt, ich halte hier einfach die Shift-Taste gedrückt. Mit der gedrückten Shift-Taste habe ich dann hier die Möglichkeit, den zu verschieben. Aber den müsste ich jetzt erstmal drehen. Schieb den dann quasi hier hin. Und habe hier dasselbe Phänomen. Ich muss hier von der Seitenansicht drauf schauen. Und da sehen wir halt schon, dass das hier so rein muss. Also das muss so. Und dann sagen wir einfach optimieren. Ja, passt. 2 mm, alles gut. Und jetzt könnte ich rein theoretisch den Scan hier wieder anklicken und den auch wieder ins Obergeschoss hier schieben. Also ich mache hier mal die Gruppe klein. Nehme den, schiebe den wieder hoch. So, und damit werden meine Übersichtskarten jetzt verknüpft. Damit wäre ich eigentlich fertig. Das heißt, wenn ich jetzt hier mal in die Cloud-Gruppe reingehe, dann habe ich jetzt hier bereits die ganze Umgebung mit drauf. Also hier die Fassade. Hier die Fassade, wo wir gemessen haben. Hier die Seite. Und ich mache jetzt einfach mal noch ganz schnell eine Ausrichtung, dass man auch sieht, dass es wirklich super einfach geht. Also wir haben ja jetzt hier schon eine Nordrichtung drin, sagen wir mal. Kann man eigentlich so lassen. Ich mache es nur mal, damit man sieht. Ich kann jetzt hier einfach eine Ausrichtung hernehmen. Kann hier reinzoomen. Und sage jetzt mein Ding, ich möchte hier die Fassade als Ausrichtung haben. Schieb das dann hier hoch, sage erstellen. Und jetzt würde meine Fassade gedreht sein. Und jetzt können wir hier nochmal hergehen und könnten mal den True Slicer anmachen. Und könnten einfach nochmal so durch das Objekt durchschneiden, dass man einfach mal sieht, was wir hier gemacht haben. Schalten mal die Scans aus. Hier ist unser Bereich. Und wenn ich jetzt hier hoch und runter gehe, dann kommt halt hier im Boden, wo die ganzen Möbel etc. stehen. Und dann geht das hier nach oben und so weiter. Dann kommt hier die Decke. Jetzt mache ich einfach mal von der Seite. Sieht immer ganz nett aus, wenn ich jetzt hier durch die Wohnung durchwandere. So, und analog kann man auch hier in der, ach nicht in der Z, in der X-Achse. Und dann kann ich auch hier wiederum durchwandern. Ich glaub, ja, damit sind wir eigentlich schon fertig. Das heißt, in Register heißt das Ganze dann abschließen.
Wir haben dann hier nochmal unseren Gesamtfehler. Wir haben hier ein Protokoll, aber das haben wir alles schon erklärt. Das mache ich jetzt hier definitiv nicht. Dann gehe ich auf Akzeptieren. Und da ich zwei Gruppen habe, also ich könnte jetzt auf das große Akzeptieren gehen, dann würde er nur die obere Gruppe exportieren. Da ich aber beide Gruppen exportieren will, klicke ich hier ein zweites Mal. Damit wären beide Gruppen, die sind ja auch miteinander verknüpft. Und jetzt wechsle ich halt hier in den Ausgabemenü. Hier ist das Protokoll mit den Verknüpfungen und so weiter. Und dann gibt es hier die Publikation. Und da sind ja eigentlich die folgenden Punkte wichtig. Ich möchte eine E57, das wollen die meisten Kunden oder viele Kunden wollen eine E57. So, dann haben wir hier eine Recap-Datei, das wollen auch viele Leute. Da sollte man die Standorte auswählen, damit auch die Panoramen exportiert werden. Und dann ist ja noch interessant hier die LGS-Datei, die können Sie aber nur ausgeben, wenn Sie eine Publisher-Lizenz haben. Und dann drücken Sie Publizieren. Und dann läuft das Ganze durch und das war es dann eigentlich schon mit der ganzen Auswerterei. Und ich denke, das ist der entscheidende Vorteil mit der Leica-Lösung. Man kann auf dem Tablet alles vorregistrieren, das ist relativ easy. Sie verbinden das iPad dann mit Ihrem Rechner, das kann natürlich auch ein Android-Tablet sein. Sie finalisieren ein paar Verbindungen und Sie haben dann und geben dann das Ganze aus, um es dann in einer Drittsoftware wie AutoCAD, Revit, was auch immer, weiter zu verarbeiten und da haben wir ja dann auch weitere Tutorials. Das war der kleine Workflow. Wenn Sie jetzt Mietkunde sind, dann viel Spaß bei Ihrem ersten Scan-Auftrag und wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns, nennen Sie am besten immer Ihre Lieferscheinnummer mit, dann können wir das direkt zuordnen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.